So, ich hoffe, ich bin zu hören. Ganz herzlich willkommen hier im Berliner Gorki-Theater. Heute Abend, wir freuen uns sehr, dass wir hier in Persona zusammenkommen können. In den beiden vergangenen Jahren war es uns leider nicht möglich, das Ganze mit Publikum stattfinden zu lassen. Deswegen umso schöner für uns, heute so viele Gesichter hier zu sehen, die dabei sein möchten, wie wir unser neues Fotobuch 2022 vorstellen. Wenn jetzt noch Gäste reinkommen, ich habe es nicht ganz genau mitbekommen, aber wir haben auch einige afghanische JournalistInnen, die heute Abend hier sein wollen. Wer eine Übersetzung in Paschtu benötigt, ganz hinten die Reihe ist reserviert. Da kann man sich also Kopfhörer aufsetzen und dann sich auch die Flüsterübersetzung anhören. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sylvie Ahrens-Urbanek. Der ein oder andere von Ihnen hätte vielleicht Gemma Pörtzgen hier heute Abend als Moderatorin erwartet, aber sie hatte leider einen positiven Test. Corona ist immer noch nicht vorbei und sie kann deswegen nicht hier sitzen. Es geht ihr aber gut und wir wünschen ihr natürlich auch, dass es ihr weiterhin so gut geht. Also bin ich jetzt eingesprungen. Ich bin von Reporter ohne Grenzen. Ich bin die Teamleitung Kommunikation. Ich war maßgeblich auch mit eingebunden in die Erstellung des Fotobuchs. Also von daher kenne ich dieses Buch sehr, sehr gut. Was ist der Anlass heute Abend? Ja, es ist der 3. Mai. Das ist der Tag der Pressefreiheit. Traditionell der Tag, an dem wir eben auch unser neues Fotobuch vorstellen. Das möchte ich gerne hier auch mal einmal hochhalten. So sieht es aus. In dem Fotobuch geht es in jedem Jahr um besondere Brennpunkte des Vorjahres, die uns beschäftigt haben, wo die Pressefreiheit in Gefahr war. Und ja, ein besonderes Thema war natürlich im vergangenen Jahr für uns alle Afghanistan. Also das kam gefühlt wahnsinnig schnell für viele Menschen, dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben. Das hat uns bei Reporter ohne Grenzen auch vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. Wir haben wirklich, gerade was unsere Nothilfearbeit angeht, Tag und Nacht kaum geschlafen. Die Kolleginnen haben alles versucht, um so viele Menschen, die nun akut gefährdet waren, aus Afghanistan rauszuholen. Und es ist tatsächlich immer noch so, dass das für uns weiterhin ein ganz großes Schwerpunktthema geworden oder geblieben ist. Die mediale Aufmerksamkeit hat sich sicherlich inzwischen auch anderen Themen zugewendet. Natürlich schaut man jetzt insbesondere in die Ukraine, schaut auch, was im Zuge dessen mit der Presselandschaft in Russland passiert. Aber für uns ist Afghanistan weiterhin ein wahnsinnig wichtiges Land und wir möchten eben nicht, dass die Aufmerksamkeit verschwindet. Deswegen möchten wir mit Ihnen heute Abend zusammen uns nochmal dem Thema Pressefreiheit in Afghanistan widmen. Ich habe hier ganz tolle Gäste und ich bin auch sehr froh, dass die alle kommen konnten und dass sie alle einen Test hatten, der es ermöglicht, hier auch in Persona auf der Bühne zu sein. Und ich beginne mal. Sie haben ja jetzt im Hintergrund vielleicht, während Sie da saßen und noch ein bisschen gewartet haben, dass es losgeht, eine ganze Reihe von Fotos gesehen. Diese Fotos sind von Johanna Maria Fritz. Junge Fotografin sitzt hier neben mir. Sie ist immer wieder nach Afghanistan gereist und hat uns freundlicherweise eben auch von ihren Fotos eine Auswahl für diesen neuen Bildband Fotos für die Pressefreiheit 2022 zur Verfügung gestellt. Wir werden später noch ein bisschen genauer über ihre Bilder sprechen und da auch noch mal ein paar Fotos extra dafür einblenden. Sie ist geboren 1994 in Baden-Baden, ist freie Fotojournalistin, hat Fotografie hier an der Ostkreuzschule in Berlin studiert, seit 2019 nun auch Mitglied der Agentur und international viel unterwegs, mal für Redaktionen wie NZZ, Spiegel oder Arte. Sie macht aber auch eigene Langzeitprojekte, also zum Beispiel hat sie Zirkusprojekte in Afghanistan immer wieder dokumentiert oder widmet sich jetzt gerade dem Thema, wie kann man eigentlich fotografisch Jungfräulichkeit darstellen? Klingt ganz spannend. Und sie ist, wie gesagt, schon viele, viele Male in Afghanistan gewesen, vor der Machtübernahme der Taliban, aber eben auch danach. Dann haben wir mit der hellen Hose Abdulhak Omeri.
geboren 1990 in Baglan in Afghanistan, lebt seit seiner Flucht am 27. Oktober des vergangenen Jahres jetzt in Hamburg. Er ist ein sehr bekanntes Fernsehgesicht gewesen in Afghanistan, hat seit 2009 für den unabhängigen Sender Tolo News gearbeitet. Er war da zunächst von Pakistan aus tätig, kehrte dann nach Afghanistan zurück, hat sich immer wieder mit politischer Berichterstattung befasst. Er hat unter anderem Regierungsmitglieder interviewt, hat aber auch die Gespräche zwischen der US-Regierung und den Taliban sowie der afghanischen Regierung journalistisch begleitet, hat sich immer wieder mit der schwierigen Sicherheitslage auseinandergesetzt, dem wachsenden Einfluss des IS. Und ja, nach der Machtübernahme der Taliban musste er dann auch aus Sicherheitsgründen das Land verlassen, und Reporter ohne Grenzen hat ihm dabei geholfen. In der Mitte möchte ich begrüßen Shikiba Babori, geboren 1966 in Kabul, ist freie Journalistin in Köln, kam als Kind, als 13-Jährige, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach Deutschland, ist hier zur Schule gegangen, hat hier dann auch Deutsch gelernt, in Köln Altamerikanistik studiert, hat sich zunächst erstmal mit Lateinamerika beschäftigt und journalistisch für den WDR gearbeitet und ist dann 2003 das erste Mal wieder nach Afghanistan zurückgekehrt und widmet sich seitdem immer wieder diesem Thema, wird sehr gerne als Journalistin, als Expertin in Gesprächsrunden eingeladen, schreibt Artikel. Und für die Deutsche Welle Akademie war sie in der Journalistenfortbildung in Afghanistan tätig, hat für Arte eine Dokumentation gedreht und sie leitet seit 2006 das deutsch-afghanische Journalistinnen- und Journalistennetzwerk Kalima. Und im Sommer erscheint dann ihr Buch Afghaninnen, Spielball der Politik. Herzlich willkommen all unseren Gästen. Und ganz besonders begrüßen und auch bedanken möchte ich mich nochmal bei unseren Dolmetschern. Das ist einmal Nassim Sabah. Er sitzt hier mit auf der Bühne und er wird eben für Herrn Omeri konsekutiv übersetzen. Wir haben aber auch noch die Dolmetscherin Sohaila Hasrat Nazimi. Die wird aus dem Deutschen in Pashto übersetzen. Das heißt, dass Herr Omeri auf sein Ohr eben die Übersetzung hören kann. Und falls wir eben auch afghanische Gäste dort oben haben, dass die uns folgen können. Ja, ich möchte diese Gesprächsrunde eröffnen mit einer Frage an Frau Babori. Das Thema Afghanistan ist ja mittlerweile aus den Medien relativ verschwunden. Das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise verständlich. Gleichzeitig ist die Situation ja nach wie vor dramatisch. Es wenden sich immer noch jede Woche regelmäßig Journalistinnen, Journalisten an Reporter ohne Grenzen, die befürchten, dass ihr Leben in Afghanistan bedroht ist. Wie nehmen Sie denn momentan die Situation wahr für Medienschaffende und auch die Situation für Medien als solche in Afghanistan? Ja, so wie Sie es eigentlich jetzt zusammenfassend so gesagt haben, tatsächlich ist das so. Klar, im August, seit die Taliban dann in Kabul die Macht übernommen haben, haben sehr viele versucht oder vielen konnte auch noch von außen geholfen werden, dass sie das Land verlassen, aber halt nicht alle. Viele sind noch im Land, die zwar dann versucht haben, über andere Wege aus dem Land zu kommen, aber einigen ist es natürlich das überhaupt nicht gelungen. Und die sind nach wie vor sehr in Gefahr, weil entweder, also vor allem zu denen ich Kontakt habe, das sind die Journalistinnen, die teilweise außerhalb der Großstädte auch leben und gar nicht arbeiten können, also einfach weil Frauen nicht arbeiten dürfen. Die Taliban hatten dann zwar angekündigt, dass in den Provinzen die Frauen durchaus in den Medienhäusern arbeiten können, aber gleichzeitig angekündigt haben, wenn eine Frauenstimme zu hören ist, würden sie den Sender schließen. Also das sind auch natürlich diese vielen, einer der vielen Widersprüche, die sie so geäußert haben. Und insgesamt ist die Stimmung eine sehr bedrohliche für alle, für Frauen und für Männer, im ganzen Land. Und weil das auch so willkürlich ist, dass Sachen angekündigt werden, Gesetze oder Regeln genannt werden, die dann aber nicht alle, die es kontrollieren, kennen. Und das macht die Stimmung natürlich auch für alle Beteiligten sehr schwer.
und dass Regeln aufgestellt worden waren, zwar auf diesen Mediengesetz, die es schon auch in den letzten 20 Jahren gegeben hat, und da halt 11 Regeln, die aber auch sehr, zum Beispiel sagen die dann, also eine Regel besagt, dass nach den islamischen Regeln gearbeitet werden sollte. Aber was die islamischen Regeln nun sind, sind sehr willkürlich und interpretierbar. Und ja, und dementsprechend ist das natürlich die Stimmung, dass teilweise auch durch Angst, dass auch die Medienhäuser um ihre Mitarbeiter haben, so eine Art Vorabkontrolle schon von den Medienhäusern gemacht wird. Dass die dann schon mal die, also viele von ihnen zumindest weniger Frauen arbeiten lassen oder die Musiksendungen runtergedrosselt haben und so weiter. Es gibt aber auch Sender wie zum Beispiel Tolo News, was wir eben gehört haben, die haben tatsächlich die Zahl ihrer Mitarbeiterinnen gleichzeitig erhöht, weil die Taliban durchaus auch wissen, dass so ein beliebter Sender, was die ausrichten können. Und dann wird das so ein bisschen, wenn Talib zum Beispiel ein Führer ein Interview geben möchte, dann schickt man durchaus auch eine Frau dahin oder schlägt das zumindest vor. Und manchmal geht das dann tatsächlich, dass sie durchkommen und dahin gehen können und diese Interviews führen können. Was natürlich insgesamt vielen von denen einfach lieb ist, weil sie ihr Propaganda an Mann bringen wollen. Und insofern ist es denen dann im Endeffekt egal, ob es eine Frau oder ein Mann war, die das Interview führt. Nun wurde gerade schon Tolo News genannt. Herr Omeri, Sie haben ja lange für den Sender gearbeitet. Können Sie jetzt noch Kontakt zu ehemaligen KollegInnen in dem Land halten? Wie geht es denen? Können da einige von Ihren ehemaligen KollegInnen noch arbeiten oder haben die auch zum großen Teil das Land verlassen? Dere manana da harsana mahki kalachi talibano pa pinzalasam august bande dui kabal taradan aswal au dui kabal unyu مونگ هر څه د لاسه ورکړل او مونږ سره دا ژمنه شوې وه چې که چیرې طالبان راځي او د سولې خبرې کامیابیږي نو د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې چې یو هم رسنۍ وي دا به په خپل ځای باندې وي او څنګه طالبانو هم دا ژمنه کړې وه چې دوی د خبریالانو او د رسنیو آزادي ته متحد دي او دوی غواړي چې په دغه برخه کې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي خو هغه هر څه برعکس شول کله چې په 15 اگست نه وروسته په افغانستان کې هغه شل کلنه لویه لاسته راوړنه چې په دا په ډیرو قربانیو باندې مونږ لاسته راوړې وه مونږ تقریبا په تیرو 20 کلونو کې 120 تنه خبریالان د کار په وخت کې هغه وژل شوي دي او هغه مونږ د لاسه ورکړي دي او دا ازادي ساتل دا زموږ لپاره یو اسانه خبره نه وه په دې کې مونږ ډېرې سختۍ وګاللې مونږ تقریبا د درې جبهو سره هلته مونږ په جګړه باندې اخته وو یو حکومت مافیایي ډلې وې چې دوی نه غوښتل چې هلته رسنۍ فعالې وي او خبریالان کار وکړي او د دوی هغه کوم کارونه چې دي یا که د فساد په مورد باندې وي او دوی غیر قانوني کارونه کوي او خبریالان د دوی په وړاندې خبر جوړوي نو دوی کوشش کاوه چې د دې مخه ونیسي بله جبهه مونږ د ترهګریزو ډلو وه چې په هغې کې داعش او طالبان او په دې کې لویه برخه چې مونږ د ډېر مشکل سره مخامخ وو هغه طالبان ول چې حتی تر دې چې طالبانو خو دا فکر کاوه چې او په دې باندې دوی دا اوس هم په دې نظر باندې دي چې خبریال په افغانستان کې دا د بهرنیو هیوادونو خصوصا د غربي هیوادونو جاسوسان دي چې دلته کار کوي نو دا مونږ ته په دغسې یو بده سترګه دغو ترهګریزو ډلو کتل او بل مونږ هلته د مواد مخدر د مافیایي کړیو سره مونږ هلته لاس و ګرېوان وو او هغوی هڅه دا کوله چې زمونږ غږ دوی شروع ساتم زمون غب لکه غږ دوی ډب کی هغه څه و چې مونږ په دې تیرو 20 کلونو کې په دې اړه باندې مبارزه وکړله او په دې باندې وتوانېدلو چې په افغانستان کې یو خپلواکې رسنۍ هلته موجودې وي او کله چې طالبان راغلل په لومړیو کې دوی دا ژمنه وکړله چې دوی په دې باندې مونږ سره یې دا ژمنه وکړله چې
Also er sagt, dass wirklich viel für die Pressefreiheit in Afghanistan gekämpft wurde. Man hatte sehr viele Errungenschaften und zunächst das Versprechen von den Taliban, dass diese Errungenschaften der letzten 20 Jahre nicht missachtet werden. Aber seit dem 15. August 2021, so sagt er wortwörtlich, haben wir alles verloren. Und der Grund ist einfach, dass man überhaupt nicht jene Versprechen, die gegeben worden waren, eingehalten hat. Und er nennt neben den Taliban, die ganz eindeutig seiner Meinung nach dafür verantwortlich sind, dass die Pressefreiheit komplett beschnitten worden ist, nennt er auch Gruppen innerhalb der Regierung, die zum Beispiel Beziehungen zu Drogennetzwerken hatten und Mafiastrukturen, die ebenfalls Journalisten eingeschüchtert haben und selber in Korruptionsfälle verwickelt waren. Und daneben, sagt er, war eine weitere Front eben der Kampf gegen Terrorgruppen, und zwar der IS und die Taliban. Und die Journalisten standen immer zwischen diesen Fronten und haben versucht zu berichten, so gut es geht. Und er nennt 120 KollegInnen, die er verloren hat. Und alles das, was erkämpft wurde in diesen 20 Jahren, ist dann innerhalb von kurzer Zeit abhanden gekommen. بله جالبه خبره داره چې په افغانستان کې خبریالانو هغوی کاری زمانت د وظیفې نه درلوده او هغه د رسنیو مسؤلین دوی چې کوم برخورد کاوه هغه هم د خبریالانو په وړاندې ظالمانه و او موږ هڅه دا وه چې تر څو موږ لپاره یو سټیج وي او موږ وکولی شو چې د ولس غږ موږ تر نړیوالو او د افغانستان د حکومت پورې ورسوو یو مثال موږ دا وایو چې په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک یا هم د لرو پرتو اوسیدونکي یا د فرهنګي محدودیتونو له امله خپلو نجونو ته دا اجازه نه ورکوله چې هغه د ښوونځیو په لور لاړ شي خو دغه رسنیو وکولی شول چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي هغه ولسوالۍ چې هلته یوه جنکۍ یا هم یوه جنۍ نشو کولی چې ښوونځی ته لاړ شي دا اوس وخت کې په وروستیو کې چې کله طالبان راځي په هغه یوې ولسوالۍ کې تقریبا تر دروي زره انجونې چې دي هغه د ښوونځیو په لور ځي چې دا یو لوی تغییر و هلته Ein weiteres Thema, das wichtig ist, ist die Bildung für Mädchen, die ebenfalls komplett eingeschränkt wurde. Und er sagt, die Journalisten haben versucht, darüber zu berichten, eine Bühne zu suchen, damit diese Stimme der einfachen AfghanInnen gehört wird weltweit. Und da wurden sie natürlich auch immer wieder behindert. Und dann sagt er, gerade auf dem Land war das eben besonders schwierig. Auch da kamen große Einschränkungen. In einigen wenigen Provinzen konnten Mädchen noch zur Schule, zum Beispiel auf dem Lande, überhaupt nicht. Und er nennt da 23.000 Mädchen, die dann doch zur Schule konnten. Da war es dann, per Tarich geht der Russapore, mung darasi azad rasanei nederlodele. Che per Tiro schulu kanunu ki mung dara lastaraulana, mung derlodala au nuri lastaraulani chivi aga مونږ د لاسه ورکړې دي اما دغه یوه لاسته راوړنه چې اوس هم زمونږ غږ کله چې مونږ د هېواد څخه راووتلو مونږ وکولی شول چې هلته د طالبانو اصلي تصویر مونږ خلکو ته وړاندې کړو خصوصا نړیوالو ته چې دوی په خپلو ژمنو کې لکه ژمن نه دي وفا نه لري دوی د ولس سره دوی خیانت کوي او دوی چې څه په خوله باندې وایي هغه په عمل کې هغسې نه دي Er sagt, wir haben alle Errungenschaften der letzten 20 Jahre komplett einbüßen müssen. Dennoch ist eine Errungenschaft geblieben, das ist die Pressefreiheit. Er sagt, Afghanistan hatte noch nie eine so gute Presselandschaft wie kurz vor eben dem Fall von Kabul und Afghanistan. Und deshalb will er nicht schweigen. Er will weiterhin diese Stimme der Menschen an die Weltöffentlichkeit bringen. Und das, sagt er, das wird weiterhin durchgeführt und da kann man ihn nicht verstummen lassen. Bevor ich mich jetzt an Johanna Maria Fritz wende, vielleicht noch eine Frage. Wie ist das? Haben Sie denn noch Ex-Kollegen, die dort tätig sein können? Sie hatten ja selbst gesagt, die Taliban haben am Anfang Versprechungen gemacht. Haben Sie vielleicht selbst am Anfang geglaubt, Sie könnten da bleiben und unter veränderten Bedingungen als Journalist weiterarbeiten? هیله لرم چې ما سوال صحیح اخیستی وي
کله چې طالبان په 15 اگست باندې دوی کابل ته راننوتل او زمونږ زیاتره همکاران چې وو هغوی د دفتر کې حضور نه درلوده او زمونږ یو خبریال چې اوس هم په افغانستان کې دی او د هغه د امنیت په اړه باندې مونږ تشویش لرو عبدالله حمیم حتی تر دې چې مونږ هلته دومره څوک نه درلودل چې مونږ سره د کمرې په برخه کې مونږ سره کومک وکړي مونږ دغه دوه خبریالانو په هغه سهار باندې وکولی شول چې مونږ د کمرې څخه هم استفاده وکړو لایف دزګاب او مونږ د ښار وضعیت خلکو ته وړاندې کړو مونږ هلته د عجیبو غریب خلکو سره مخامخ شول کله چې مونږ د طالب وسلوالو زمونږ څخه پوښتنه کوله چې تاسو څوک یې مونږ چې به ورته ویل چې مونږ خبریالان یو هغوی ویل چې تاسو د غرب زامن یې او تاسو د اسرائیل بچیان یاستئ ستاسو مرګ مونږ ته روا دی. Als die Taliban am 15. August 2021 Kabul eingenommen haben, da waren sie zufällig nicht in den Redaktionsräumen und hatten somit Glück. Aber ein Kollege ist zurückgeblieben und über dessen Schicksal ist er sich immer noch nicht im Gewissen. Und dann sagt er, später hat er angefangen, mit den KollegInnen wieder zu berichten. Und er ist zu den Taliban gegangen und hat mit ihnen sprechen wollen. Und die haben gesagt, ihr seid im Prinzip Spione Israels und des Westens und eigentlich dürften wir euch töten. Also zu den Versprechen, das war die ganz klare Aussage. Ja, und nicht umsonst sind sie ja dann auch hierher gekommen, nach Deutschland, genau. Johanna Maria Fritz, du bist immer wieder in Afghanistan gewesen, das letzte Mal noch Ende Februar, wenn ich das richtig mir notiert habe. Du hast in dem Fotobuch sehr schön beschrieben, wie deine Arbeit sich als westliche Fotografin unterscheidet. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, im Fotobuch haben wir ja nicht nur Fotos, sondern JournalistInnen haben für uns eben auch aus der Ich-Perspektive nach Gesprächen mit den Fotografen, Fotografinnen einen Text geschrieben und da in diesem Text wird eben sehr schön dargestellt, was es für dich bedeutet hat, vor der Machtübernahme der Taliban dort unterwegs zu sein und was sich für dich danach geändert hat. Kannst du uns das mal etwas genauer schildern? Genau, was glaube ich so das größte Risiko war für mich als westliche Journalistin in Afghanistan waren Entführungen. Die Gefahr gibt es natürlich immer noch, aber nicht mehr so stark wie vorher. Die gab es aber auch für afghanische Journalistinnen, also genauso ist es vielen afghanischen Journalistinnen ergangen. Das hat sich auf jeden Fall verändert und dann, dass ich mich viel, also in viel mehr Provinzen fahren kann, in die ich vorher nicht gehen konnte. Was sich aber, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen verändert, also es gab irgendwie diese Euphorie der Taliban, wo man irgendwie sich durchwursteln konnte und fotografieren, also arbeiten konnte. Auch nicht die immer und auch nicht die ganze Zeit. Und ich habe noch nie so oft nachgefragt und hatte auch diverse nicht so nette Situationen. Und ich glaube, dadurch, dass auch so viele Waffen und noch viel mehr Waffen als sonst schon auf der Straße waren unterwegs sind, ist die Gefahr natürlich noch viel größer geworden, aus Versehen oder auch nicht aus Versehen verletzt zu werden. Nun gab es ja auch den Fall einer neuseeländischen Journalistin, glaube ich, die da ja auch sehr stark auch mit den Taliban quasi zusammengearbeitet hat, war, glaube ich, die erste, die auch da eine Frage gestellt hat, damals auf der Taliban-Pressekonferenz. Also hat man als westliche Journalistin dort auch Privilegien? Bekommt man vielleicht auch einen Zugang, den einheimische Medienschaffende gar nicht so leicht bekommen, insbesondere nicht die Journalistinnen, Fotografinnen? Also bei dem speziellen Fall, ja, auf jeden Fall. Sie saß mit einem sehr kurzen, oder was ist für Taliban sehr kurzes Kleid auf einer Pressekonferenz mit einem sehr lockeren Schal, was sich eine afghanische Journalistin wahrscheinlich nicht hätte erlauben können in Augen der Taliban. Und sie hat, es gab dann noch private Umstände von ihr, wo sie sich dann persönlich bei den Taliban für die nette Zusammenarbeit bedankt hat, was, glaube ich, für viele afghanische Journalistinnen und aber auch für andere Journalistinnen so ein sehr großer Tritt in die Magengrube war. Warum muss man sich bei den Taliban bedanken? Und ja.
Haben sich denn für dich trotz allem auch Türen geöffnet jetzt? War es manchmal leichter, an irgendwas reinzukommen, an bestimmte Orte zu kommen jetzt, wo die Taliban an der Macht sind? Ja, genau, wie ich ja eben gerade schon sagte, dass ich jetzt in Provinzen war, in Helmand hätte man beispielsweise vorher auch gehen können, was aber jetzt für mich dieses Mal einfacher oder leichter war. Trotzdem habe ich mich dann, wie ich davor wahrscheinlich auch Niqab oder eine Burka getragen hätte, habe ich das jetzt genauso getan. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal stärker auch auf die Situation der Frauen eingehen. Frage dann nochmal an dich, Johanna, aber auch an Frau Barbori. Inwieweit können Frauen da jetzt überhaupt noch arbeiten? Also Sie, Frau Barbori, sagten ja, Sie stehen auch mit Frauen, mit Afghaninnen in Kontakt. Können die zumindest noch in schriftlicher Form arbeiten? Gibt es Nischen oder haben die den Journalismus ganz verlassen? Haben die eine neue Rolle für sich gefunden? Was machen die? Also bei den Journalistinnen, mit denen ich jetzt vor allem in Kontakt bin, die noch vor Ort sind, ist das sehr eingeschränkt auf jeden Fall, weil auch halt immer diese Angst mit da eine Rolle spielt, weil die sich auf nichts verlassen können. Weil teilweise haben die dann auch vielleicht die Genehmigung, zu ihrer Arbeit zu gehen, aber es kann unterwegs ihnen was passiert, weil jemand nicht weiß, dass diese Frau von A nach B zu dieser Arbeitsstelle kann. Und die müssen begleitet werden. Die, also auch irgendwie einfach, weil sie können selber nicht das Auto fahren. Sie können sich kein Taxi nehmen, weil das ist nicht erlaubt für einen Taxifahrer, eine Frau zu transportieren quasi. Und da muss immer ein männlicher Begleiter halt mit raus. Das heißt, selbst wenn die arbeiten, in den Medienhäusern arbeiten können, dann ist es auf jeden Fall auch seitens der Medienanstalten, dass sie dann auch so eine Art Service für den Transport der Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen. Das heißt, die morgens abholen und abends wieder nach der Arbeit wieder zurückbringen. Und das ist so das Offizielle. Und selbstverständlich sind auch die Familien sehr verunsichert durch die Situation. Das heißt, wenn die Tochter oder Frau jetzt da arbeitet und ich meine, Afghanen kennen diese Angst. Das war auch in den letzten 20 Jahren leider nicht anders. Aber immerhin, man wusste zumindest so den Recht so am Rücken. Und das fehlt halt im Moment komplett. Wie ist das bei dir, Johanna? Du hast auch Freundinnen, die Afghaninnen sind, ne? Sind die eigentlich noch da oder haben die das Land auch inzwischen verlassen? Also teils, teils. Viele sind natürlich gegangen, auch eben kurz nach der Machtübernahme. Ich habe aber noch ein paar afghanische Freundinnen, Journalistinnen, die noch dort sind, die auch arbeiten. Und ich war vor 2 Monaten auch bei Radio Begum, die, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch arbeiten, aber vor 2 Monaten zumindest haben sie gearbeitet. Und da haben wir eben auch sehr doll darüber gesprochen, wie der Arbeitsplatz umstrukturiert werden musste. Also, dass es getrennte Eingänge geben muss. Dann wurde quasi diese Treppe im Gebäude mit Tüchern zugehängt, damit die Männer oben die Frauen unten nicht sehen. Die Studios sind jetzt getrennt und so weiter. Also es wird halt, muss jetzt alles umstrukturiert werden. Verschiedene Schilder werden aufgehangen, dass da die Männer und da die Frauen nicht rein dürfen und so weiter. Was natürlich irgendwie zu Einschränkungen führt bei der Arbeit, wenn man irgendwie dann noch den ganzen anderen Rest bedenkt, was du ja gerade schon sagtest. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, dass auch mit diesem, dass die sagen, nach den islamischen Regeln und kein Mensch weiß, was ist diese islamische Regeln. Das heißt ja auch, in den letzten 20 Jahren war es ja nicht so, dass eine Frau, die jetzt auch eine Sendung moderiert hat, die hat jetzt nicht kurzärmelig und ohne Schal da gesessen. Also das waren schon so, was die afghanische Tradition auch halt hergibt, so waren die immer gekleidet. Also das ist auch irgendwie so, womit auch viele nichts anfangen können, weil das, ja, absurd. Nun ist es ja natürlich auch so, wenn Frauen aus den Medien verschwinden, sichtbar, aber auch ihre Stimmen verstummen, dann werden natürlich auch bestimmte Themen einfach nicht mehr besetzt. Und ja, es geht die Möglichkeit verloren, sich ja breit gefächert und unabhängig zu informieren und zu bilden. Herr Omeri,
Wie und wo informieren sich die Menschen jetzt in Afghanistan noch? Wo finden sie ihre Informationen? د کوم خبريالانو سره چې موږ په تماس کې یو خزینه خبريالانی هغه ته اجازه نشته لري چې د طالبانو کانفرنسونو کې ګډون وکړي او یا د خبر جوړولو لپاره لاړ شي بل دا چې طالبان په دې هڅه کې دي ترڅو خزینه خبريالانی باید په کور باندې شي او دوی دا وستر رسمیت پیژندلو لپاره لږ د نرمۍ څخه لکه کار اخلي او دوی قطعا نه غواړي چې په رسنوي کې د خزینه خبریالانې کار وکړي او بله دا چې دوی د دوی حتی چارواکي په دې باندې لکه دې ته آماده نه دي چې هغوی خزینه خبریالانو سره حتی تر دې چې مرکم وکړي. Er sagt, dass die weiblichen Journalistinnen überhaupt keine Möglichkeit mehr haben zu berichten und am liebsten hätten die Taliban es, dass die Frauen von zu Hause aus berichten. Das heißt, dass dieses Berufsbild dann praktisch nicht mehr existieren würde. Und das sagt er, dass wenn man versucht, Taliban-Beamte anzusprechen, dann wollen die halt eher einen Mann da haben als eine Frau. Und deshalb ist die Berichterstattung enorm erschwert. Vielleicht können wir uns jetzt auch mal Fotos nochmal anschauen. Ich warte auf das erste Bild von Johanna Maria Fritz. Genau. Da sehen wir ein Straßenbild in Kabul, ne? Und das sind Taliban nach der Machtübernahme. Wie ist dieses Bild zustande gekommen? Hast du um Erlaubnis gefragt? Wie hast du dich gefühlt, als dieses Bild entstanden ist? Also es war eben kurz, ich glaube 2 Wochen nach der Machtübernahme, das ist Waziragbakhan, am Ende von Waziragbakhan, wo das ist so eine lange Straße, wo die ganzen Botschaften und Stiftungen und so weiter angesiedelt waren. Und aber eben auch, ich glaube, es ist vor der britischen Botschaft oder vor dem britischen Compound. Und die Taliban haben natürlich diese ganzen Häuser übernommen und haben die Waffen mit Monopoly-Scheinen verziert, die sie aus, ich schätze, oder es war unsere Vermutung, dass sie das von den Spielbanken in den jeweiligen Basen hatten. Also es gab Casinos in den Basen, die durften aber nicht mit echtem Geld spielen, deswegen gab es Monopoly-Geld. Und das haben sie sich genommen und ihre Waffen verschönert. Und ja, ich habe nachgefragt und ich habe, glaube ich, bei jedem Bild, was ich von Taliban gemacht habe, um Erlaubnis gebeten. Und bei 95% habe ich ein Nein gekriegt. Also es kam immer drauf an. Oder dann hatte man eine Sekunde und dann kam wieder eine Sekunde später jemand anders und hat rumgeschrien und hat Nein, Nein gesagt. Oder man konnte in Ruhe das Bild machen. Also jede Situation, also man konnte gar nicht irgendwie sagen, wie jetzt welche Situation ausgeht. Und ich hatte das Gefühl, dass viele der Taliban, die ich fotografiert habe, noch nicht oft fotografiert wurden. Es gab keine Fotogesichter, wie wenn man in Deutschland fotografiert, setzen alle ein bestimmtes Lächeln auf. Es war so ein sehr klarer Blick. Aber die haben auch nicht absichtlich grimmig geguckt. Also ich finde, die Mienen sind ja ziemlich bedrohlich. Ich würde wahrscheinlich unwillkürlich einen Schritt zurückgehen, wenn mich jemand so anschaut. Ich glaube, dass sie einfach die ganze Zeit so gucken, wenn sie davor saßen, oder? Also es kann natürlich auch gerne Frau Barbori oder auch Herr Omeri, Sie können auch gerne natürlich Fotos kommentieren, können sagen, was Ihnen dazu einfällt, welche Assoziationen oder Gefühle Sie dazu haben, dann sehr gerne. Der Diaspora Band ist fakat zuma nazar da de chi de dui daga de ceruna malumigi chi dui der washatna guri او دوی شل کاله افغانان وژلی دي په دې په نوم باندې چې دوی د جمهوریت او د ولسواکۍ ملاتړ کاوه او دوی د افغانانو ته چې په هر کور کې
یا په هر کور کې نه د افغانستان په نیمایي قشر د دوی په وړاندې شل کاله جګړه وکړله تر څو د دغه خلکو نه ځانونه خلاص کړي، خو هغه هر څه برعکس شول او افغانانو د شل کاله د قربانیو باوجود هم دغه څیرې په موږ باندې واکمنې شوې او موږ نه یوازې چې خپل هیواد پرېښوده، بلکې موږ هر څه هغه کوم ارمانونه چې مو درلودل، کومه هیلې چې مو درلودلې د ښه راتلونکي لپاره، هر څه مو د لاسه ورکړل. Er sagt, ich kann sehr, sehr viel in diesen Gesichtern lesen. Und zwar, das sind nicht nur grimmige Gesichter, das sind Horror-Gesichter. Und zwar, das sind die Gesichter derjenigen Menschen, die uns getötet haben. Die ganz klar sich vorgenommen hatten, die Demokratie in Afghanistan zu ersticken und die Republik zu Fall gebracht haben. Und er sagt, leider haben sie es geschafft, obwohl wir alles dagegen getan haben. Und deshalb sagt ihm dieses Bild sehr, sehr viel. Es erzählt quasi seine Geschichte. Frau Baburi, Sie auch noch ein Wort dazu? Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Bild an. Ja, ich meine, ich kann jetzt was einfach persönlich, wie das auf mich wirkt. Also ich bin schon verwundert, dass das Foto in Kabul aufgenommen worden ist. Ich finde das bedrohlich, keine Frage. Aber auch gleichzeitig, also das ist nicht eine Situation, eine Szene, wie ich Kabul kenne. Also das ist für mich einfach fremd, bedrohlich, gruselig. Dann gerne das nächste Foto. Das ist auch bei uns im Fotobuch zu sehen. Das ist der Botanische Garten in Dostums ehemaligen Palast in Kabul, richtig? Wie bist du da reingekommen? Ist er überhaupt öffentlich zugänglich? Genau, also Dostum ist der ehemalige Vizepräsident von Afghanistan, der eine sehr große und wunderschöne Villa hat oder hatte, die dann von Taliban übernommen wurde, die auch der Gärtner pflegt weiter, oder als ich das letzte Mal da war, pflegte weiterhin den Garten. Die Taliban fütterten auch die Fische, die im großen Foyer waren. Die Taliban, als ich war ja vergleichsweise spät in Dostums Palast, vergleichsweise zu anderen Journalisten, sodass sie schon fast genervt waren und keine Lust hatten, dass sie mich da auch noch reinlassen. Und dann war Marcel Mettelsieven, ein Filmemacher, den ich kannte, gerade drin und hat mich dann mit reingeholt. Und dann hatte ich eine relativ interessante Situation. Oben auf diesem Podest, auf dem ich das Bild gemacht habe, saß ein junger Talib und schaute sich um. Und wir waren zu zweit oben. Und er holte einen Stift raus und küsste den Stift und zeigte auf die Waffe. Und gab eine sehr abwehrende Geste der Waffe gegenüber. Und das ist irgendwie so das, was ich davon so speziell in Erinnerung habe, eben von diesem jungen Talib, der, ich schätze, 16, 17 war. Ja. Herr Omeri oder Frau Baburi? Sie müssen dazu gar nichts sagen, wir können auch gleich zum nächsten Bild übergehen. Ich war da noch nie. Öffentlich zugänglich ist auf jeden Fall eben nicht. Das scheint nicht so einfach zu sein. Sonst gucken wir gerne nochmal jetzt auf das nächste Foto. Das haben wir auch im Fotobuch. Das ist eine Straßenszene in Kabul. Eine offensichtlich Mutter in Burka, die eben zu dieser Fleischerei geht, und daneben steht ihre Tochter, die ja schon Einkäufe auf dem Arm hält und sich eben noch nicht verhüllen muss. Ist das jetzt das Bild, was man alltäglich in den Straßen sieht? Also Frauen komplett verhüllt? Hat sich das Straßenbild sehr gewandelt? Also Frau Baburi, Sie haben ja gerade schon gesagt, bei dem ersten Bild, das ist nicht das Kabul, wie ich es kenne. Ja, aber also so verschleierte Frauen hat es in Afghanistan immer schon gegeben. Auch in den letzten 20 Jahren sah man sie, zwar jetzt weniger vielleicht im Zentrum, aber auch dort hat man die gesehen, hier und da. Aber was mich auf diesem Foto noch viel mehr begeistert, ist dieses Mädchen. Das hat eine Schuluniform an, mit dem Schwarz und mit diesem weißen Tuch. Wie sie schon da steht, das gefällt mir total gut. Wie stolz und wie gerade sie da steht. Und ja, das wird man wahrscheinlich heutzutage in ihrem Alter jetzt nicht mehr so viele sehen, so viele mit Schuluniformen unterwegs in der Innenstadt.
und dann noch mit dem Grün in der Hand. Also da ist es sehr viel Symbolik auch mit der Hoffnung und allem. Das wird wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so der Fall sein, gehe ich mal von aus. Oder was sagen Sie? کومه جنې چې د دې چې کومې جامعې چې ولیدې دا د خونځي جامعې دي او دا د دې تصویر نه زه دا الهام اخیستی شم چې دغه جنۍ ډېره ناامیده معلومیږي او د دغه وضعیت څخه ډېره شوې ده په اندېښنه کې ده او هر څه یې په سترګو کې معلومیږي چې د دې وضعیت څخه ډېره ناراضه ده. Er ist interessant. Er sagt, das ist tatsächlich eine Schuluniform, aber er sieht in den Augen eher eine Trauer und das Mädchen hat keine Hoffnung mehr. Also ganz ähnlich das Bild, nur anders interpretiert. Es ist nach der Machtübernahme entstanden, was bedeutet, dass eigentlich die Schulen waren ja gar nicht mehr offen für die Mädchen. Es kann auch sein, dass sie einfach nur die Kleidung getragen hat. Sie wollten beide nicht mit mir reden. Ich habe versucht, mit ihnen zu sprechen, aber sie wollten beide nicht reden. Sie war auch beschäftigt mit Fleisch kaufen und hatte keine Zeit für Fotos. Aber kann denn sozusagen auch eine ganze Generation, die in einem ganz anderen Geiste groß geworden ist, überhaupt wieder auch mental zurück? Denn ich weiß, wir haben... Vielleicht, ich habe sie nicht gesehen, sie hatte sich eigentlich angemeldet, auch eine junge Journalistin aus Afghanistan, die eben auch hierher nach Deutschland gekommen ist und die gesagt hat, wir sind ja ganz anders aufgewachsen. Wir hatten Freiheiten und Ideale, wir haben Bildung gewonnen und erleben dürfen und wir können ja vom Kopf gar nicht mehr zurück. Das kann man uns nicht aufzwingen. Also kann man das den Menschen aufzwingen oder... können wir nicht erwarten, dass es zumindest auch weiterhin die Bemühungen gibt, ja, Freiheiten sozusagen sich so weit wie es geht zurückzuerobern, immer wieder auch auszutesten, wie weit kann ich gehen, kann ich Grenzen überschreiten? Das ist vielleicht auch eine Frage an alle drei von Ihnen. مون دغه کوم ځوان نسل چې په افغانستان کې دغه شل کاله دوی مبارزه وکړل او دوی د ولسواکۍ ته چر تر لاندې ژوند وکړ دا واضح خبره ده چې مونږ که څه هم زمونږ وطن اوس په یو ډېر بد حالت کې دی خو زمونږ فکرونه چې دي هغه هیڅکله نه ماتېدونکي دي او مونږ اوس هم دا قوي هوډ لرو چې دغه توره دوره چې دا اوس په افغانستان کې حاکمه ده دا به یو ورځ ختمیږي ځکه چې افغانان نور دغسې وضعیت دا تحمل کوي نه خو مونږ سره چې یو څه په دې تیرو شلو کلونو کې کومې ژمنې خصوصا غربي هیوادونو مونږ سره کړې وې او په هغه باندې مونږ نیوکه لرو مونږ افغانان چې په مونږ باندې یو څو فاسد اشخاص په مونږ باندې حاکمان کړل چې هیڅکله دوی د ځوان نسل نه غوښتل چې غربي هیوادونه دي په افغانستان کې دغسې سیاسون چې هغه د ملت وینې څکلي او هغه دې واک ته ورسیږي ښه مثال هغه بل انځور و چې د جنرال دوستم قصر تاسو وینئ چې افغانان په کوم وضعیت کې ژوند کاوه او زموږ رهبران چې دي هغه په کوم وضعیت کې دوی ژوند کاوه زموږ خلکو یو مړۍ ډوډۍ نه درلودله او په ډېر یو بد وضعیت کې ځوان نسل غوښتل چې د خپل دغه راتلونکی لپاره کار وکړي او راتلونکی داسې کار وکړي چې مونږ دا فکر کاوه چې دلته یو ولسواکي پلی ده او مونږ انتخابات لرو 15 کاله وروسته نظام بدلیږي نو دا سیاسون به مونږ په دې فکر باندې وو چې دغه فاسد سیاسون به زموږ د وګو څخه یو ورځ لکه زموږ په وګو باندې به نه یې سپاره او افغانستان به یو ځوان نسل ته په واک کې ورکړل شي هغه څه و چې مونږ سره هغه ونه شول او وطن بیا دغسې یو تورې دورې ته داخل شو. Er sagt, die junge Generation in Afghanistan hat Demokratie erlebt, 20 Jahre lang. Und diese Gedanken, die kann man nicht töten. Die werden immer da bleiben. Aber er sieht eben das Problem, dass eine dunkle Zeit über Afghanistan hergekommen ist. Und diese dunkle Phase vergehen muss,
Nur, er sagt, ein Stück weit hat der Westen eben auch sehr korrupte Politiker zurückgebracht. Und ein Beispiel war auf dem Foto zu sehen mit dem Botanischen Garten, weil der Herr Dostum hatte eine Vorgeschichte und kam dann quasi mit Hilfe des gesamten Einsatzes wieder an die Macht. Und während die Menschen nicht genug zu essen hatten, hat er sich botanische Gärten mitten in Kabul aufgebaut. Und übrigens, das ist nur einer. Es gibt auch noch einen weiteren im Norden und noch einen weiteren woanders. Und er sagt, das war eben auch ein Grund für das System, dass es quasi implodiert ist, weil die Diskrepanz so groß war. Ja? Die Menschen haben an die Freiheit geglaubt. Gerade die junge Generation hält das Ganze aufrecht. Es wurde sehr, sehr viel versprochen und die Jugend hat an die Wahlen geglaubt. Und auch dafür gibt es eben Belege, dass die Menschen gewählt haben und weitermachen wollten. Aber im Endeffekt ist dieses System eingestürzt und es sind eben nur noch diese Gedanken da und er hofft, dass diese dunkle Phase vorbeigeht. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, was er sagt. Aber zudem auch einerseits die Notwendigkeit, dass selbstverständlich seit August 2021 viele, die die Zivilgesellschaft der letzten 20 Jahre bei dem Aufbau geholfen haben, aus dem Land geholt worden sind. Viele. Und das ist aber halt der Mittelschicht des Landes. Und Mittelschicht ist, das trägt die Gesellschaft. Und Afghanistan ist mal wieder in einer Situation, wie damals auch nach dem Abzug der Sowjets, wo wieder so eine Mittelschicht fehlt, was eine Gesellschaft trägt, was genau solche Werte, was den Alltag, was eine Zukunft, was Hoffnung gibt und so weiter und so fort. Das fehlt einfach. Und ja, das macht es auf jeden Fall für das Land nicht einfach. Es wäre keine Lösung gewesen, die dort zu lassen, weil wenn man jetzt diese Blicke der drei Männer von eben, was er auch gesagt hat, dass die ja kurz davor viele Leute, wahrscheinlich auch die drei, ermordet haben, man hätte sie nicht da lassen können, man hätte sie, das wäre verantwortungslos gewesen. Aber jetzt muss aber auch der Westen, der in den letzten 20 Jahren sehr viel in Afghanistan investiert hat, übrigens auch die Medien, die Frauen innerhalb der afghanischen Gesellschaft stark zu machen, das waren ja die Themen, was dem Westen so wichtig war. Und diese Verantwortung muss man weiter im Blick haben und auch die im Land sind, nicht, man kann sie nicht alleine lassen und muss die gerade aus diesen Gründen auch weiter beistehen. Und ja klar, was Sie eigens auch gesagt hatten mit der Situation in Ukraine, also das ist schon jetzt, Afghanistan ist leider jetzt wieder gerade zumindest in der dritte, vierte Reihe medial in Europa gerutscht. Aber da kann es eigentlich nicht bleiben, weil ich meine, im August jährt der NATO-Abzug und wir haben eine Verantwortung hier im Westen und dessen muss man sich bewusst werden und bewusst sein und hingucken und handeln. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass am 24. brach der Krieg in der Ukraine aus, am 25. Februar habe ich Afghanistan verlassen, 2 Stunden später sind die Taliban in das Gebäude rein, in dem wir gewohnt haben und fingen dann an, in Scharinau viele Häuser von westlich orientierten Personen, aber auch von westlichen Journalisten zu durchsuchen und man hatte, natürlich wissen wir es nicht und wir können nicht in deren Köpfe gucken, aber wir vermuten, oder die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, vermuten, dass es damit zu tun hat, dass die ganze Aufmerksamkeit in dem Moment auf der Ukraine lag und sie natürlich auch diesen Moment genutzt haben und nutzen, auch weiterhin nutzen. Und aber auch mit dieser versprochenen Schulöffnung am 3. März, hat natürlich irgendwie mit Spannung innerhalb der Taliban zu tun, aber auch bestimmt mit der ganzen Aufmerksamkeit auf der Ukraine, dass es jetzt so ein bisschen rübergerutscht ist. Man sprach dann irgendwie 1-2 Tage darüber, aber so richtig wurde es nicht thematisiert, was unfassbar traurig ist, weil es so was so Elementares ist. Na klar, das kommt ihnen sehr entgegen. Das kommt ihnen sehr zugute in ihrer Politik. Das heißt, die können weiterhin Lippenbekenntnisse äußern, aber anderes handeln. Also mir wurde es vom Bildungsminister persönlich versprochen, dass am 3. März die Schulen für die Frauen öffnen. So. Ich würde gerne gleich noch mal ein bisschen auf die Perspektiven auch eingehen.
Aber vielleicht schauen wir auch mal jetzt, ob es Fragen im Publikum gibt. Wenn ja, bitte ein Handzeichen geben. Ja, ganz hinten sehe ich eine Hand, hinten Mitte. Und vorne erste Reihe. Ah ja, vorne erste Reihe auch, genau. Dankeschön. Mein Name ist Salah. Ich habe eine Frage für Herr Omari. Ich wollte ihn fragen, Sie sind jetzt in Deutschland und was sind Ihre Erwartungen von den internationalen Medien und wie die Institutionen Reporter ohne Grenzen? Wir alle wissen, dass die Medien in Afghanistan sehr stark sanktionisiert und es gab keine offenen Medienberichten oder die Reportage über Afghanistan. So ganz konkret, was sind Ihre Erwartungen von internationalen Medien, inklusive Deutschland, europäischen Medien und in anderen Sender? Danke. افغانستان اوس مهال چې کوم وضعیت دی هلته داخلي رسنۍ ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان اصلي تصویر هلته انځور کړي او نړیوالو ته وښيي خارجي رسنۍ چې هلته زموږ زیات دوستان ځي او هلته کار کوي هلته چې طالبان هڅه کوي چې نه یوازې دا چې د داخلي خبریالانو دوی مخه نیسي د خارجي خبریالانو د کاري محدودیت لپاره هم دوی هلته داسې کارونه او هڅې کوي نو د بهرنیو د رسنیو څخه زموږ دا هیله ده چې د تیر په شان باندې افغانستان هیر نه کړي او دوی دا هڅه وکړي چې طالبان او هغه اصلي څیره چې ده هغه نړیوالو ته وښيي ځکه چې موږ د خپله دا اوس نه پوهیږو زه د یو خبریال په توګه باندې نه پوهیږم چې د طالبانو مشر دا افغانۍ دی که دا د کوم بل هیواد دی اوسه پورې ما د ده مخ نه دی لیدلی او زه چې کله په افغانستان کې وم ما دا حق نه درلوده او ما د خپل د ژوند دا د خطر لپاره ما دا د طالبانو څخه دا پوښتنه نشو کولی چې ستاسو رهبر آیا افغانۍ دی که بل څوک دی نو دوی باید په دغه مورد باندې چې دا اصلي انځور د طالبانو چې دی هغه نړیوالو ته ورسوي sagt, die Medien in Afghanistan können nicht mehr arbeiten. Als er vor Ort war, hatte er Angst, frei zu berichten. Und dementsprechend haben die internationalen Medien eine große Verantwortung. Und auch er kennt sehr viele JournalistInnen, die für internationale Medien arbeiten und natürlich nach Afghanistan reisen. Die können ein wenig freier berichten. Aber warum sagt er ein wenig? Weil er sagt, dass die Taliban nach Mechanismen suchen, auch die Auslandsmedien einzuschränken. Und deshalb sagt er, steigt die Verantwortung für internationale Medien, das wahre Gesicht der Taliban zu zeigen. Er gibt ein Beispiel. Er weiß bis heute nicht, ob der Anführer der Taliban, Mullah Hibatullah Akhundzada, ein Afghane ist, ob er aus einem anderen Land kommt, wie er aussieht und ob er existiert. Und deshalb haben die internationalen Medien seiner Meinung nach eine höhere Verantwortung. Sie können freier reden, sie können auch ganz klar sagen, dass es diese Person entweder gibt, nicht gibt, dass er aus einem anderen Land kommt oder was auch immer, vor 3 Jahren gestorben ist. Und da sagt er, da wünscht er sich, dass Afghanistan nicht wieder nach hinten rückt und man sagt, es sind jetzt andere Dinge wichtig und wir berichten quasi nur am Rande über Afghanistan. Man muss klar über Afghanistan berichten und das Bild, das vollständige Bild, das von innen nicht mehr präsentiert werden kann, zumindest von außen, herbeiholen und der Weltöffentlichkeit zugänglich machen. Vielleicht, bevor wir zur nächsten Frage übergehen, da mal angeschlossen. Wäre denn dann ein starkes Exilmedium eine gute Idee? Also, dass man sagt, es sind jetzt unglaublich viele Medienschaffende ja aus Gründen der Sicherheit aus Afghanistan rausgegangen. Es gibt viele Medienschaffende aus Afghanistan, die jetzt in Deutschland sind. Wäre das was, wo Sie sagen, das würde ich sofort befürworten, da würde ich gerne mitarbeiten, dass wir von hier aus als starke Stimme nach Afghanistan reinstrahlen können. ډیره مننه نومړی خو باید زه د آرسف څخه ډیره مننه وکړم باید دا ما په نومړی کې کړی وای چې موږ سره موږ خبریالانو په راویستو کې نه ستړیدونکې هڅې کړي دي او زموږ ژوند یې ژغورلی دی موږ د دوی څخه ډیره مننه کوو
Vielen Dank. Das hätte ich gleich eingangs sagen müssen, dass ich mich für mein Leben bedanke. Man hat mir geholfen, aus diesem Land herauszukommen und dadurch hier das alles berichten zu können. او بلداچ کوم خبر اعلان چې وس د افغانستان نه د باندې دی مونږ اکثرا په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه د اوس مونږ په واکې دی هغه ټوئیټر فیسبوک دی مونږ هڅه کوو تر څو د افغانانو غږ او د هغې ته انعکاس ورکړو او هلته چې څه روان دي هغه مونږ راپور په هغې باندې مونږ راپور ورکړو او یا هم هغې په اړه باندې مونږ معلومات وړاندې کړو خو دا ده چې کوم خبریالان چې دلته دي هغه کاري خبریالان دي که چیرې مونږ سره دغه مرسته وشي چې زمونږ لپاره د کار زمینه په دغو هیوادونو کې چې زمونږ خبریالان هلته میشته دي او دا اوس تازه راغلي دي د دوی لپاره داسې یو رسنۍ جوړه شي چې دوی د بهرنیو خبریالانو سره په ګډه باندې دوی خپلو منابعو څخه استفاده وکړي او خلکو ته صحیح او دقیق اطلاع رسانی وکړي. Er sagt, wir sitzen ja nicht still. In den sozialen Medien haben wir die Möglichkeit, auch die Menschen vor Ort und die Weltöffentlichkeit zu erreichen. Und dementsprechend sind alle Exil-AfghanInnen und alle vor allem ReporterInnen sehr aktiv auf Twitter, Facebook, Instagram und vielen anderen Medien und haben zwar die Möglichkeit, sich auszudrücken, aber wenn es tatsächlich ein Exilmedium geben könnte, gerade für diejenigen, die frisch hierher gekommen sind, weil das sind eben keine BürgerjournalistInnen. Das sind Menschen, die wirklich davon gelebt haben, die ausgebildete JournalistInnen sind. Dann wäre es wirklich möglich, ein wahres Bild der Lage in Afghanistan zu entwerfen und das käme uns allen zugute. Ich glaube, da oben gab es noch eine Nachfrage dazu. Die Frage sollte in die gleiche Richtung gehen, Herkel. Ich bin freier Journalist. Die Situation ist natürlich nicht ganz vergleichbar. Bei Russland erleben wir ja, dass aufgrund der totalen Medienzensur mittlerweile die Kolleginnen da so resigniert haben, dass sie in kompletten Redaktionen ins Exil gehen. Das ist dann nicht unbedingt Deutschland, sondern vielleicht eher Nachbarländer wie Moldawien oder so. Ich empfinde tatsächlich auch so, nicht nur wegen des Fokus, der jetzt auf dem Ukraine-Krieg liegt, dass man von Afghanistan überhaupt nichts mehr hört. Also Exilmedium, ja, gibt es solche Tendenzen auch, dass sich ganze Redaktionen da verabschieden. Und welche Möglichkeit gibt es für uns als beispielsweise als deutsche oder europäische Öffentlichkeit davon zu profitieren? Es wäre natürlich auch denkbar, dass die Afghanen sich erstmal selbst verständigen, indem sie in ein Nachbarland ins Exil gehen, wenn das überhaupt möglich ist. بالکل دا ډیره مهمه ده. دا اوس په افغانستان کې چې کومې داخلي رسنۍ دي هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. هغوی نشي کولای چې په خپلواک او آزاده توګه باندې اطلاع رسانی وکړي. دا اوس داخلي رسنیو په اړه باندې همدغه معلومات دي چې دوی لکه تیرو شلو کلونو کې کومه ازادي چې درلودل هغه د لاسه وتې ده. یوازینی هغه خبریالان چې هغه په بهر کې دي او مونږ سره فقط هغه خبریالان چې هغه په بهرنیو هیوادونو کې دي یا په آلمان کې دي یا په امریکا کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي د هغوی لپاره دی مخکې بیا هم دا خبره زه تکراروم چې د اطلاع رسانی لپاره یو مرکز ورته جوړ شي تر څو د افغانستان موضوع هغه د نړیوالو د فکر او د سوچ څخه ونوځي. Er sagt absolut und bestätigt ganz klar, dass ein Exilmedium gebraucht würde, ein Medienzentrum, das sich als Aufgabe macht, über Afghanistan objektiv zu berichten. Und dann wiederholt er erneut, dass ganz klar die Medien in Afghanistan nicht mehr frei berichten können und vollständig von den Taliban kontrolliert werden. Und da viele professionelle JournalistInnen das Land verlassen haben, können wir uns eigentlich wirklich auf diese Exil-JournalistInnen verlassen? Die bräuchten halt eine Unterstützung. Die müssten ein Zentrum gründen. Ob das in der Peripherie Afghanistans wäre, in Europa oder in Amerika, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass wir ja gerade mit großartiger Unterstützung auch den JX Fund ins Leben gerufen haben. Also tatsächlich mit Unterstützung beispielsweise der Schöpflin-Stiftung, der Augstein-Stiftung. Ein Fund, der genau dafür da sein soll, dass wir zum Beispiel eben für
Redaktionen oder einzelne Medienschaffende, die aus Russland geflüchtet sind, aber eben auch ganz starker Fokus auf Afghanistan gelegt, dass wir da jetzt langfristige Strukturen schaffen können und idealerweise eben auch Exilmedien schaffen und dass eine Finanzierung dann eben nicht nur für wenige Monate oder Wochen gesichert ist, sondern dass klar ist, die sind eben auch dauerhaft arbeitsfähig. Es gab hier noch zwei Fragen in der ersten Reihe. Genau, einmal hier in dem gestreiften Shirt, bitte. Journalist aus Afghanistan. Ich möchte fragen, dass als eine Lösung, welche Möglichkeiten gibt es für Journalisten aus Afghanistan, dass in Ausländern informieren die Leute über Afghanistan? Sie haben Exilmedien empfohlen, aber jetzt gibt es keine Exilmedien. So, wie kann man informiert die Leute weltweit über Afghanistan, wenn jetzt gibt es keine internationalen Medien in Afghanistan und auch alle Medien in Afghanistan sind unter Censorship? Ja. Yeah. Vielleicht auch eine Frage an Sie, Frau Babouri. Welche Rolle spielt in so einem Fall vielleicht auch sowas wie ein deutsch-afghanisches Journalistennetzwerk, Kalima? Also können Sie da mit dem Netzwerk auch ein bisschen was auffangen? Ja, das ist aber wirklich sehr minimal, weil auch zum Teil die Leute nicht mehr in Afghanistan sind und zum Teil halt auch im Rahmen dieser Machtübernahme, da sind ja teilweise entweder wirklich tatsächlich die Häuser kontrolliert worden und nach Aufnahmegerät und alles, was mit Journalismus irgendwie in Verbindung gebracht werden sollte, sind vernichtet worden oder die Leute haben das irgendwie verbrannt sogar teilweise oder irgendwo begraben, also unter die Erde getan, damit es keiner findet. Das heißt, die Stimmung ist da wirklich so bedrohlich, dass ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemanden, das hieß ja, ich sage, wer geht jetzt nach zu XY und guckt sich da die Situation an und berichtet darüber. Und so aus Europa ohne jegliche irgendwie Unterstützung oder Schutz für die in irgendeiner Form, das ist mir im Moment ein bisschen suspekt. Ich habe durchaus, ich arbeite ja eigentlich beim Radio und deswegen kann ich es da noch irgendwie verantworten, dass ich mit den Leuten, mit denen ich spreche, die sind dann von zu Hause und das kann man ja heutzutage mit diesen ganzen sozialen Medien durchaus machen, dass ich dann die Fragen schicke, die Antworten aufnehmen und mir schicken und es auch dann im Anschluss löschen, so dass man das jetzt nicht direkt zurückverfolgen kann. Aber das ist schon schwierig in dem Sinne. Ich profitiere für Radio auf jeden Fall noch, wenn es auch sehr abgespeckt ist inzwischen. Aber jetzt im größeren Rahmen, wenn man jetzt auch vor allem Bilder braucht und das sind ja dann so Medien, womit man dann auch was erreichen kann. Also ich erreiche jetzt mit dem Deutschlandfunk und WDR jetzt nicht wenige mit Sicherheit, aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn die Sachen dann irgendwie im öffentlich-rechtlichen Sender, also im Fernsehen jetzt laufen würden. Ne? Herr Omeri, wie strahlt man jetzt noch in das Land rein? Sie selbst sind bei Social Media sehr aktiv. Ich glaube, bei Twitter haben Sie auch eine sehr große Followerschaft. Ist das eine Möglichkeit, die Menschen in Afghanistan noch mit kritischen Informationen zu versorgen? بله او تقریبا څو میاشتې وړاندې نمړی ځل د افغان امنیتی ځواکونو یو ډګرمن چې طالبانو نیولی وو او هغه د طالبانو یو ډلې نیولی وو په کابل کې او هغه شکنجه کوي وهي او د هغه څخه ویډیو واخلي دغه ویډیو دوی طالبان په خپل واتس اپ ګروپونو کې یو بل ته سره لیږي چې دا هغه ډګرمن دی هغه د ډګروال دی چې دی زمونږ په خلاف باندې جنګېده او دا دی اوس مونږ راګیر کړی دی او دی مونږ دغسې شکنجه کوو هغه ویډیو زمونږ لاسته راغلله کله چې هغه ما خپل د ټویټر د لارې نشر کړل هغه نه وروسته بیا داخلي رسنۍ په دې باندې مجبوره شولې چې هغه ویډیو ډیر وایرل شول او ډیرو خلکو ولیدله هغه داخلي رسنیو هغه راپور واخیسته بیا طالبانو دا ژمنه وکړله چې دوی به دغه کسان نیسي
او هغه کوم کس چې دغه د اردو سرتیری هغه افسر شکنجه کوي هغه ویډیو کلیپ ورکوي وایي چې ما نه غلطي شوې ده او هغه بخنه غواړي خو دا اوس هم هماغه افسر چې دی هغه د طالبانو په ولکه کې دی داسې ورته ډیر اسناد مونږ په دغه څو میاشتو کې چې زه المان ته راغلی یم او مونږ هغه اطلاعات او معلومات ترلاسه کړي دي هغه مو د خپل ټویټر د لارې نشر کړي دي. Er sagt ja, das stimmt. Er habe ein Video auf Twitter verbreiten können und darauf sei ein afghanischer Offizier, ein Oberst zu sehen, der von den Taliban gefoltert wird. Also ganz schreckliche Szenen und er hat das Ganze per Twitter geteilt und das wurde so oft geteilt und wurde viral, dass die internen Medien in Afghanistan sich nicht mehr zurückhalten mussten. Und die Taliban eingesehen haben, die Sache ist rausgekommen und die haben ganz normal dann darüber berichten können. Und das ging dann so weit, dass ein Druck auf die Taliban aufgebaut wurde und diese auch klar gesagt haben, ne, wir schauen uns das Ganze nochmal an, was da geschehen ist etc. pp. Und das ist natürlich genau das, dass man durch soziale Medien schon Druck aufbauen kann, wenn dann natürlich mehr Möglichkeiten da sind, geschieht natürlich noch mehr. Also er sagt, dass das ganz klar funktioniert. بله ویډیو د یو هنرمند وو د هغه د اصل د پکتیاو د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی وو او هغه اوازخانم وو او هنرمندم وو او موسیقي آلات یې غږول. طالبانو دا په ولسوالۍ کې نیولی وو او هغه د ده موسیقي آلات ته یې په منځ کې اور اچولی وو او هماغه کس هنرمند ولاړ دی هغه شکنجه کوي وهي او د هغه په مخ باندې وینې راځي. دا ویډیو تقریبا زما په ټویټر باندې د 1,000,000 نه زیات نفرو د دې لیدونکي وو او زیاتو بهرنیو رسنیو واخیستله او په دې مورد باندې راپورونه جوړ کړل. نو که چیرې مونږ په داخل کې وای مونږ دغه نشو کولای چې د طالبانو په اړه باندې دغه مستند شیین هم نشر کړو. Ein weiteres Video zeigt einen Künstler, der aus Paktia stammt, aus der Gegend Zazar Ayub. Und dieser war auch von den Taliban festgenommen worden. Dann hat man ihm seine Musikinstrumente entwendet, angezündet. Und diese Szenen hat er auch zugespielt bekommen. Das Video von dem Oberst, das hat er vorhin gesagt, hatte ich vergessen zu übersetzen, war in den internen WhatsApp-Gruppen der Taliban verbreitet worden. Und so kam er dann dran durch einen Kontakt. Und dieses Video, das zweite, wo der Künstler zu sehen ist in dieser sehr unangenehme Situation, wurde mehr als 1,000,000 Mal geteilt. Also es zeigt ganz klar, es funktioniert, es geht und er sollte unterstützt werden. Da muss was laufen, weil auch dieses Video, während das erste die Medien in Afghanistan erreicht hat und die anschließend darüber berichten durften, wurde dieses zweite Video über den Künstler von den Auslandsmedien dann wiederum aufgenommen und wieder nach Afghanistan hineingestrahlt. Also das ergänzt sich perfekt. Ja, aber bella da ci kum khabaralan che alta daga si mustanad video gano ta ya itlaatu ta dui las rasai paida kai اغوی د طالبانو د ویری نشي کولای چې هغه نشر کی هغه بیا مونږ ته رالیږي او هغه مونږ د خپل ټولنیزو رسنیو څخه خصوصا دا د ټویټر نه هغه مونږ نشر کوو. Es gibt jede Menge Journalistinnen in Afghanistan, die exklusives Material zugespielt bekommen. Die können und dürfen das eben im Land nicht verbreiten, weil sie dann große Probleme bekommen. Aber sobald sie das auf irgendeinem Weg ihm zum Beispiel zuspielen, kann er das verbreiten und dann entsteht genau dieser Druck, den wir brauchen. Also da entsteht kritischer Journalismus. Es gab hier noch eine Frage aus der ersten Reihe, genau. Der Arm wird gerade gehoben. Okay, mein Name ist Nur und ich bin selber ein Journalist und ich würde lieber meine Frage auf Pashto stellen von Frau Maria. څنګه چې تاسو وویل چې ما 2003 افغانستان ته سفر کړی دی نو تاسو وویل چې مخکې د جمهوریت په وخت کې هم تاسو افغانستان ته تللي یې اوس د طالبانو په وخت کې هم افغانستان ته تللي یې نو د هلمند مورا یو خطرناک سیمې ته تاسو سفر کړی دی نو مخکې تاسو څنګه احساساتو مخکې تاسو ډېر مخفوظه احساسول چې هغه سیمو تنګ سفر کولو که نه اوس چې
Sie haben gesagt, dass Sie mehrfach in Afghanistan waren und in der Zeit vor den Taliban und dann in der Zeit der Taliban. Und in der Zeit der Taliban konnten Sie sogar nach Helmand reisen. Und deshalb fragt er, wo haben Sie sich denn sicherer gefühlt, in der Zeit der Republik oder jetzt unter den Taliban? Ich glaube, es ist wirklich schwierig zu sagen, weil vorher die, also es gibt es jetzt natürlich wieder und es gab eine kurze Zeit, wo es viel weniger Selbstmordattentate gab, was natürlich irgendwie die allgemeine Sicherheit schon sehr doll anhebt, was jetzt aber natürlich wieder angefangen hat, gestern, vorgestern. Ja, und dann eben diese Gefahr der Entführung, wo ich mich aber trotzdem immer noch nicht sicher fühle. Also wenn ich auch jetzt mich nett unterhalte mit 10 Taliban, aber alle um mich herum schwerste Waffen tragen, kann die Situation innerhalb von einer Sekunde kippen. Und genau in solchen Situationen war ich eben auch, dass wir uns nett unterhalten haben, ich alle Genehmigungen hatte und alles okay war, es dann aber doch irgendein Problem gab nach 5 Minuten und ich eine Waffe am Kopf hatte. Trotz der diversen Genehmigungen und so weiter, weil es eben nicht eine riesige Gruppe ist, die alle den gleichen Regeln folgen, sondern es sehr viele verschiedene Gruppierungen gibt. Und deswegen kann ich, glaube ich, gar nicht sagen, wann ich mich irgendwie sicherer gefühlt habe. Es ist ein anderes Sicherheitsgefühl oder ein anderes Gefahrengefühl. Es ist einfach anders. Aber ich kann nicht sagen, jetzt ist es besser oder jetzt ist es schlechter. Vor allem mit dem Hinblick darauf, was irgendwie meinen afghanischen Kollegen passiert und ja. Oi che para wa ke che jamhuriyatu aw za taliban po dawra ke taban yo tsa opiruna mawjudi magar po kha ham das yo che yo nispi amnet o sam yo nispi amnet magar la katsinga che gore po de akhiru ke zan mar gibriduna be ta ziyat shwi de ne taliban po walka ke aw be wa che za yo tsa taliban sara makhamakh nastim yo lastana aw musalahdi نو زه خو داسې د ډاډمنتیا احساس نه لرم هر څومره ښه وضعیت چې راسره وکړي هر څومره چې یو ضمانت راسره وي مګر بالاخره دوی وسله وال دي او که فرضاً یو پکې احساساتي شي او په ما باندې یو عمل وشي نو د دې مخه څوک نه شي نیولی نو بناً دا یو نسبي سوال دی داسې سل په سلو کې مطلق جواب درته نشم ویلی او بیا وایي چې ګورم چې زما افغان همکاران او خبریالان څنګه تر شکنجې لاندې دي څومره مشکلات لري نو زه خو نشم کولی چې په ارام اجدام د دوی سره اوس ښه برخورد وکړم نو Und dazu würde ich auch noch mal gerne sagen, dass auch ich habe vor der Machtübernahme lange mit Philipp Malzahn und Tamana Ayazi, einer afghanischen Journalistin, an einem Projekt gearbeitet über eine heroinsüchtige Frau, die unter einer Brücke lebt, Pulis Uchtar. Wir haben sie über 1,5 Jahre immer wieder begleitet und getroffen, wo ich dann auch von vermutlich Geheimdienst zweimal sehr deutlich darauf hingewiesen wurde, dass ich mich auf jeden Fall nicht mehr da blicken lassen sollte, weil es gibt ja ganz viele Autounfälle und man weiß ja nie, was passiert. Und es hat alles mit Korruption zu tun. Es geht um ein Krankenhaus oder ein Rehab-Center für Frauen, wo sie pro Bett, pro Nacht Geld bekommen haben und deswegen Interesse daran hatten, dass diese ganzen Frauen nicht clean bleiben, sondern immer wieder in den Entzug kommen und so weiter. Und man macht was über Drogen oder über eine süchtige Frau oder über das traurige Schicksal einer Frau. Und am Ende hat es dann doch mit Korruption zu tun, was ja mit eines der gefährlichsten Themen ist. Ja. ویچې دیو المانی همکار فیلیپ مالسان او افغانی همکار تمنا عزیز سره دی د معتادینو د روږدو کسانو پاکله یو رپورتاج جوړو او د کابل په پولې سوخته کې دا خاک سره غونډېږي وایي چې طالبانو د استخباراتو یو څو کسان راغلل او راته وویل چې لږ احتیاط کوه کېدی شي دلته یو موټر چکر در باندې وشي نو بناً دغه د خوندیتوب احساس دومره زیات نه دی او بیا وایي چې هغوی هم په فساد کې ښکیل دي یعنی دا چې دغه معتادینې وار په وار شفاخانو ته روغتونونو ته مراجعه وکړي په دې کې هم د دوی ګټه ده نو کله وایي چې مثال د نشایي مواد مه کاروئ او کله په فساد کې هم ورسره ښکیل دي یعنی یو علاقه لري چې دا خلک همدغسې دې حالت کې پاتې شي نو ځکه دا د یو خبریال دی یو خبریالې په صفت یو ستونزمن کار دی چې ته هغه حقایق ومومي
Johanna, du warst 15 Mal, glaube ich, schon in Afghanistan, richtig? Habe ich das richtig behalten? Ich glaube, ja, ungefähr. Also okay. Sehr oft. Ja. Planst du jetzt schon wieder auch eine Fotoreise oder hast du jetzt erstmal einen Fokus woanders hingelegt? Denn vieles, was du ja auch Langzeit dokumentiert hast, existiert wahrscheinlich in der Form gar nicht mehr. Also dieses Zirkusprojekt, von dem auch die Rede ist in dem Fotobuch, da heißt es, das existiert so eigentlich gar nicht mehr. Genau, also ich war jetzt, wie gesagt, vor 2 Monaten das letzte Mal dort und es gibt jetzt wieder so eine Art Zirkus. Also es ist alles, hat sich alles ein bisschen verändert, in dem Sinne, dass die, dass natürlich jetzt Jungs und Mädchen wieder komplett getrennt trainieren. Es wird, findet auch nicht mehr in dem Zirkuscenter statt, sondern an einem anderen Ort, wo man dann noch Fußballtraining mit dazu genommen hat, um das so ein bisschen zu kaschieren. Und die Mädchen trainieren zu Hause. Es gab jetzt wie so eine kleine Aufführung, aber im sehr familiären Kreis. Aber ja, alles hat sich verändert. Und ja, ich plane auf jeden Fall in den nächsten 2 Monaten wieder hinzufahren und weiter zu arbeiten und auch natürlich die Mädchen zu treffen vom Zirkus, die ich jetzt schon seit so vielen Jahren immer wieder treffe und begleite. Ja. Du warst auch in der Ukraine jetzt und hast da dokumentiert. Gibt es, sagen wir mal, irgendwie Parallelen, einfach was das Gefühl der Gefährdung angeht? Oder sind das doch letzten Endes 2 völlig unterschiedliche Krisen, die kein bisschen vergleichbar sind? Also für mich ist es total unterschiedlich. In der Ukraine kam die meiste Gefahr von oben, also von Flugzeugen und Drohnen und Artillerie. Und in Afghanistan ist es ja das, was wir irgendwie gerade besprochen haben. Aber ja, es ist beides gefährlich und traurig. Nun war gerade schon auch angemerkt worden, es ist gerade so unglaublich wichtig, weil eben die einheimischen Medien kaum noch unabhängig kritisch berichten können, dass es insbesondere doch die internationalen Medien tun sollten und auch in das Land reinstrahlen. Tun wir da zu wenig? Müssten wir mehr tun, gezielt tun? Also ich habe oder ich weiß von vielen Übersetzern, die eigentlich relativ viel Arbeit jetzt hatten nach der Machtübernahme, dass alles abgesagt wurde, weil alle Medien sich gerade auf die Ukraine konzentrieren, was, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen abschwacht. Genau, und ich bin jetzt aber auch schon wieder mit einer Zeitung in Kontakt, um eben demnächst wieder nach Afghanistan zu reisen, um eben genau dieses Weggucken zu verhindern und eben auch den Taliban nicht die Möglichkeit zu geben oder weniger die Möglichkeit zu geben, zu tun, was sie wollen, was sie ja sowieso machen, aber dann wenigstens irgendwie mit Veröffentlichungen darüber. Ja, und außerdem sind ja die großen Sender vom Außen, die können ja gar nicht inzwischen nach Afghanistan berichten. Also weder die Deutsche Welle, BBC nicht, Voice of America. Einfach auch mit der Begründung, dass die Inhalte, also die Taliban sagen, die könnten so die Inhalte nicht kontrollieren, was dann nach Afghanistan kommt. Aber es geht halt einfach darum, dass die Medien stumm zu schalten. Und ja, also das funktioniert einfach gerade ja null, gar nicht. Haben wir vielleicht auch in der Vergangenheit einen Fehler gemacht, gerade auch Medien hierzulande, dass man schon viel zu lange gar nicht mehr nach Afghanistan geguckt hat? Also ich glaube, viele Leute waren überrascht, wenn wir ihnen jetzt gesagt haben, was für eine unglaublich vielfältige, abwechslungsreiche Medienlandschaft sich in Afghanistan entwickelt hatte, dass dieses Bild eigentlich hier oft gar nicht so angekommen ist. Also haben wir schon viel zu lange gar nicht mehr richtig nach Afghanistan geschaut? Da tiro shalo kaluno paana bani kachiri uayu alta بهرنۍ خبريالان لپاره همداسې داخلي خبريالان لپاره ډیره ښه زمینه وه او دوی کوی شول چې حتی تر دې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره دوی بیلابیلو د ولایتونو ته سفر وکړي او یا هم هغو سیمو ته لاړ شي چې هلته به جګړه وه خو طالبان چې دي هغوی حتی زموږ ځینې بهرني خبريالان ملګري چې دي
اغوی چې دا اوس مهال کابل کې دي اغوی یو عمده مشکل سره دا مخامخ دي چې طالبان دوی سره نازریږي چې د دوی په موضوعاتو باندې چې دوی څه غواړي ورسره خبرې وکړي او دوی اغوی هم سانسوري او اغوی د هم اغوی ته هم دقیق معلومات نه ورکوي او کچری یو پیخه یا یو موضوع وی دا اوس کچری مونږ راشو چې دوی خزینه او ته په وزارتونو کې اجازه نه ورکوي چې هغوی د کار لپاره لاړ شي کله چې خبریالان غواړي چې په رسمي توګه باندې طالبان دا ورته تایید کړي هغه هیڅکله طالبان دې ته امنه کیږي نه چې هغه ورته تایید کړي خو په حقیقت کې دوی په دولتي اداراتو کې د خزینو مخه نیولې ده نو طالبان اصلا ازادۍ بیان ته دوی متحد نه دي او دوی ډېره هڅه کوي چې د دوی اصلي انځور بیرون لاړ نشي. Ich fange mal ganz von hinten an. Er sagt, die Taliban glauben einfach nicht an die Rede- und Pressefreiheit. Und sie möchten auch nicht, dass das wahre Bild der Situation nach außen gerät. Und dementsprechend ist es halt schwierig für Berichterstatterinnen vor Ort überhaupt zu berichten. In der Zeit der Republik in den letzten 20 Jahren vor den Taliban, bevor sie an die Macht kamen, war es möglich, dass man auch zum Beispiel mit der Armee, mit den Sicherheitskräften rausfährt und sich die Lage anschaut. Das haben ausländische Berichterstatterinnen genauso gemacht wie die inländischen. Und das geht mit den Taliban nicht. Selbst diejenigen JournalistInnen, die sehr gut verdrahtet sind, gute Kontakte haben und erstmal Kontakt zu den Taliban aufnehmen, die werden quasi vereinnahmt. Also entweder berichtet man so, wie die das wollen, oder man kann überhaupt nicht über sie berichten. Und für Frauen ist es noch mal schwerer. Also selbst für männliche KollegInnen, von denen er berichtet hat, mit denen er in Kontakt ist, die können kaum berichten. Aber für Frauen ist die Lage noch einmal schwieriger. Nicht nur bei JournalistInnen, auch frühere BeamtInnen oder alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise als Frau öffentliche Funktionen eingenommen haben, können nicht mehr arbeiten. Die können quasi den Taliban kein Versprechen in irgendeiner Art und Weise abluchsen. Das sind Lippenbekenntnisse nach außen, um ein gewisses Image und ein vielleicht auch eine Anerkennung, die es so wahrscheinlich nicht geben wird, anzustreben. Aber von Berichterstattung ist da eben keine Spur mehr. Ja, aber nochmal, um darauf zurückzukommen, ob man von außen wenig hingeguckt hat. Man hat zu bestimmten, am 3. Mai hat man ihn geschaut. Tag der Pressefreiheit, dass man dann hingeschaut hat, wie ist das eigentlich in diesen Ländern und Afghanistan. Und leider gibt es ja einige Länder, wo es sehr kritisch ist. Das heißt, Afghanistan war auch dadurch leider auch nicht jedes Jahr jetzt dran, auch selbst in diesem Rahmen nicht. Das heißt, immer, also man hat nach Afghanistan geschaut, entweder wenn man ein gutes Beispiel hatte, um zu sagen, warum der Einsatz, um den Einsatz zu legitimieren, hat man über Afghanistan gesprochen. Oder die andere Gruppe, die genau diesen Einsatz kritisiert, hat dann darüber besprochen, was schiefgelaufen ist in den letzten 20 Jahren. Also selbst vom Außen ist Afghanistan, wie leider immer, sehr instrumentalisiert, auch was die Berichterstattung von außen betrifft. Also da machen wir uns mal hier nichts vor. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, noch eine letzte Frage aus dem Publikum zu stellen. Wenn jetzt noch eine, ja, da hinten sehe ich eine, gerne. Viktoria Melchert, ich kenne Afghanistan nur aus Dokumentationen, deswegen würde mich jetzt interessieren, wie es ist, als Frau dort den Taliban gegenüberzustehen. Hat sich da vor der Machtübernahme zur Macht, also zu der Zeit nach der Machtübernahme sicherheitstechnisch was verändert? Können Sie direkt mit den Taliban reden? Haben Sie nur den männlichen Übersetzer, der quasi Blickkontakt mit den Taliban hält? Wie ist das genau? Also vor der Machtübernahme hatte ich bis dato noch keinen Kontakt mit Taliban. Andere Journalistinnen hatten Kontakt mit den Taliban vor der Machtübernahme. Es war auch ein großer Diskussionspunkt, weil viele Medien dafür bezahlt haben. Viele deutsche Zeitungen haben dafür bezahlt, viele amerikanische Zeitungen haben dafür bezahlt, um 1, 2, 3, 4 Tage mit den Taliban zu verbringen und dann eine komische Teegeschichte mit den Taliban zu machen. Und viele Preise dafür gewonnen.
was so ein Riesendiskussionspunkt war, kurz vor der Machtübernahme innerhalb der Journalisten-Community von Afghanen, aber auch von ausländischen Journalistinnen. Und ja, ich spreche leider kein Dari und auch kein Pashto. Und deswegen bin ich angewiesen auf eine Übersetzerin, aber meistens arbeite ich mit einer Frau zusammen. Und also ich habe vor der Machtübernahme mit Tamana Ayazi oft zusammengearbeitet, eine Journalistin, die mir dann geholfen hat zu übersetzen, die aber auch selbst schreibt und Filme macht. Und dann habe ich so während der Machtübernahme eine andere weibliche Journalistin kennengelernt, die auch immer noch dort ist, die viel arbeitet für NGOs, aber auch für Zeitungen. Und mit ihr arbeite ich jetzt eigentlich fast immer zusammen. Genau, und dann läuft das über Übersetzerin. Genau, manche Taliban sprechen auch perfekt Englisch. Ich habe auch Taliban getroffen, die, denke ich, laut Akzent in Großbritannien aufgewachsen sind. Mit einigen kann man sich nett und lange unterhalten, mit anderen wiederum gar nicht. Ist komplett unterschiedlich. Man weiß nie, wie die Situation irgendwie ausgeht. Aber oft war es so, dass der Fahrer, mit dem wir beide unterwegs waren, den ersten Schritt gemacht hat und den Pashto uns vorgestellt hat und erstmal so ein bisschen vorgehorcht hat und geguckt hat, haben sie überhaupt Lust, mit uns zu sprechen oder auch nicht. Vielleicht nochmal der Hinweis, ganz viele von diesen Fragen, wenn es gerade um so das Persönliche geht, werden in dem Fotobuch beantwortet. Also ich kann nur noch mal sagen, da vorne haben wir einen Büchertisch, die Bücher können erworben werden, das ist sehr, sehr lohnenswert. Und wenn jetzt keine weitere Frage da ist, dann würde ich sagen, könnten wir jetzt die Diskussion auch hier beenden. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei ganz vielen und ich hoffe, ich vergesse niemand, vor allen Dingen bei Barbara Staus, das ist die Projektleiterin für das Fotobuch, die hat das alles hier möglich gemacht und hat auch diese tolle Fotoauswahl für uns getroffen. Dann natürlich bei Gemma Pörzgen, die nicht hier sein kann, unsere Chefredakteurin Tina Schott, die bei uns bei der Textarbeit ganz, ganz viel geholfen hat und auch dem ganzen Team hier von Reporter ohne Grenzen, die das alles gemacht haben, selbstverständlich beim Gorki. Ganz, ganz dickes Dankeschön, dass das in diesem Jahr auch endlich wieder in Persona geklappt hat. Das hat uns alle riesig gefreut. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und natürlich ganz herzlichen Dank an unsere ganz, ganz tollen Gäste. Es war ein super spannendes Gespräch. Wir werden das gerne später noch im kleinen Kreis fortsetzen, denke ich. Und auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an unsere tollen Dolmetscher. Wir werden sicherlich noch einiges zu Afghanistan machen. Also die nächste Afghanistan-Veranstaltung von Reporter ohne Grenzen ist schon wieder in Planung. Da geht es dann oft auch nochmal um die politische Dimension. Was fordern wir von der Politik? Und auch da sind wir natürlich begeistert, wenn wir vielleicht auf Ihre tollen Übersetzungs-Dolmetscher-Fertigkeiten zurückgreifen dürfen. In diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank. Toll, dass alle da waren. Ich hoffe, es hat allen gefallen, dass wir endlich mal wieder hier so in Persona zusammenkommen konnten.